Christian Drosten war schon immer neugierig. Das macht er klar mit einem ungewöhnlichen Bild auf der Webseite seines Labors. Ich habe auf einer Seite das Innenleben meines Backofens fotografiert, weil das ist für mich Forschung. Also ich muss mir einen Backofen hinstellen und ich frage mich, wo schließe ich jetzt den Strom an? Und da sind verschiedenfarbige Drähte. Und das andere ist das Innenleben eines alten Motorrads, das ich restauriert habe. Das ist so der Vergaser im Übergang zum Zylinder, eine alte Yamaha XT 600. Auch Forschung. Wo gehört jetzt die Düse hin und welche Nadel kommt da rein? Mit Neugier und Hartnäckigkeit erforscht Christian Drosten seit rund 20 Jahren auch Coronaviren. Deshalb konnte seine Forschungsgruppe den weltweit ersten Test auf das neue Coronavirus zur Verfügung stellen. Dabei war es am Anfang seiner Ausbildung nicht klar, dass er einmal in der Forschung landen würde. Ich bin aus dem ärztlichen Hintergrund Wissenschaftler geworden. Also ich war immer naturwissenschaftlich interessiert, aber ich wollte dann doch eigentlich ärztlich arbeiten. Bin dann aber in der medizinischen Ausbildung, das ging über die Doktorarbeit, in ein klinisch-theoretisches Fach gegangen. Und das Theoretische wurde dann doch immer mehr und auch immer interessanter natürlich. Mittlerweile leitet Christian Drosten das Institut für Virologie an der Charité in Berlin. Die Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Evolution und Ökologie von Viren, Virusdiagnostik und Coronaviren. Die aktuelle Pandemie hat ihn ins Rampenlicht treten lassen. Im Kampf gegen das Virus hält er die Information der Öffentlichkeit für genauso wichtig wie die Entwicklung von Medikamenten oder Impfstoffen. Hallo Herr Drosten, ist bereit? Ja. Ich würde das so machen, dass wir die ganze afrikanische Problematik erläutern und davor uns aber mit Äußerungen zu Zahlen auseinandersetzen. Eigentlich müssten wir auch mal wieder was Unpolitisches machen. Das wäre auch mal nicht so schlecht zwischendurch. An die mediale Exposition hat sich Christian Drosten mittlerweile gewöhnt. Auch seinen Kolleginnen und Kollegen versucht er, die Angst davor zu nehmen. Unter einer Bedingung. Ich würde grundsätzlich immer empfehlen, sich nur dort zu äußern, wo man sich wirklich auskennt. Wenn man aus Facherfahrung eine Urteilssicherheit hat, dann kann man sich auch in komplizierte Mediensituationen begeben. Selbst solche Dinge, wie mir auch mit den Medien passiert sind, werden sich dann immer so rausstellen, dass man selber Recht hatte und nicht diese Medien. Man ist dagegen eben nicht gewappnet, wenn man sich auf Felder begibt, in denen man sich nicht so wirklich auskennt. Dieser Versuchung sollte man widerstehen. Dennoch gehört für Christian Drosten der Dialog mit der Öffentlichkeit ganz selbstverständlich zum wissenschaftlichen Arbeiten dazu. Und er hofft, dass Auszeichnungen wie der Klartext-Sonderpreis Mut machen, auch zu Themen zu kommunizieren, die gerade nicht in den Schlagzeilen sind. Ich sehe sehr wohl aus meiner jetzigen Perspektive, dass der Sinn von so einem Preis natürlich eigentlich nicht der Preis selber ist, sondern der Zweck, sowohl hinter dem Preis wie auch hinter der preisvergebenen Organisation. Das ist eigentlich der Sinn von einem Preis, dass man also eine gewisse Haltung unterstreicht damit. Und das tue ich auch gerne. Also ich finde es also ganz wichtig, gerade bei jungen Wissenschaftlern, die für sich überlegen, wie ist eigentlich die Schwerpunktsetzung, da erstens zu sagen, man soll wirklich in die Öffentlichkeit auch gehen, sonst ist Wissenschaft relativ wertlos, wenn sie nicht kommuniziert wird. Man soll aber aufpassen, man sollte sicherlich nicht unselektiert in der Gegend rumtwittern, sondern man soll sich wirklich überlegen, was ist eigentlich mein Thema?